Als Ausgangswerk für meine Arbeit habe ich das Gemälde Palastarchitektur mit Spaziergängern von Hans Wredemann de Vries gewählt. Das Bild zeigt eine fiktive, prachtvolle Palastarchitektur, in welcher Außen- und Innenräume zu verschmelzen scheinen. An dem Bild hat mich hauptsächlich angesprochen, dass es im Gegensatz zu den meisten anderen Bildern in der Gemäldegalerie eben keine Porträts beinhaltet und dass eigentlich eine rein fiktive, erfundene Aussicht auf eine klassizistische Palastarchitektur gezeigt wird. Dazu muss man sagen, dass ich Architektur studiert habe für längere Zeit und eben während dieses Studiums meine Leidenschaft für Fotografie gefunden habe und auch eben im Nachhinein mich das Architekturstudium sehr geprägt hat. Beim Bild von de Vries ist mir besonders eben aufgefallen, dass sich die Innenräume und Außenräume derart miteinander verschmelzen, dass es eben eigentlich nicht mehr klar wahrzunehmen ist, wo eben der Innenraum aufhört und der Außenraum beginnt. Und genau auf diesen Aspekt habe ich mich in meiner Interpretation gestützt und somit eine neue Architektur quasi entwickelt, wo ich verschiedene reale Bildelemente kombiniere, um somit einen neuen fiktiven Raum zu erschaffen. Ich habe mich in meiner Arbeit auf diesen Aspekt bezogen, der eben den Schwellenbereich zwischen Innen- und Außenraum thematisiert und habe daraus einen neuen Raum entwickelt, in dem ich verschiedene architektonische Elemente miteinander kombiniert habe. In der heutigen Architektur fehlen Merkmale, die es uns erlauben, einen Raum eindeutig als Innenraum oder Außenraum zu interpretieren, oftmals vollständig. Und genau aus diesem Grund eben gewinnt dieser Schwellenbereich zwischen Innen und Außen zunehmend an Bedeutung. Der monumentale Aspekt der Architektur bleibt in meinem Bild genauso wie im Gemälde von de Vries ein maßgebendes Gestaltungsmerkmal. Allerdings ist im Gegensatz zur Arbeit von de Vries dieser Eindruck in meinem Bild wird er durch die Kombination von realen Architekturelementen vermittelt. De Vries verwendet eigentlich nur fiktive Elemente für die Komposition.